Hallo und herzlich willkommen zurück. Und da werden wir ja schon gleich angegriffen hier. Wow. So, kommen noch mehr. Ergo wäre jetzt hier ein Feueratronach recht angebracht, der uns da mal hilft, denn wir sind hier in der Familiengruft von Goldiers Familie. Oh, die Druckplatte war hier irgendwo, die er in der letzten Folge erwähnt hatte. Geht ja gleich mal hier gut los. Und da ist ein Totenbeschwörer hier eingebrochen, der schon die Tante von Goldier getötet hat. Noch eine Druckplatte, aua. Ah, zum Glück können wir nicht vergiftet werden, das ist gut. Du bleibst hier auch einfach eiskalt stehen, wa? So, weiter geht's, kommt. Ja, ihr seid auch nochmal drüber gelaufen. So, das haben wir gesehen. Verdammt, verdammt! Weg! Stirb! Stirb, du Spinne! Ja, wir wollen natürlich den Totenbeschwörer aufhalten, weil es natürlich nicht wirklich cool, was der vorhat. Oder wir wissen ja noch nicht mal wirklich ganz genau, was er vorhat, aber dass hier eingebrochen ist, nur weil deren Familien früher Zwist hatten, ist natürlich, okay, ist jetzt natürlich ziemlich uncool. Deswegen wollen wir den jetzt mal aufhalten. Ah, das war schon wieder unser Atronarch. Du liegst nicht wirklich bequem da, mein Freund. So. Also, der hatte echt eine große Familie gehabt, das muss man jetzt mal wirklich sagen. In Deckung gehen. Das ist ja nicht so schlecht, also. Zack. Bleib liegen. Dankeschön. Schön, dass du auf mich hörst. Das macht dich sehr sympathisch. Ich wusste es doch. Na. Ah. Da beschwöre ich doch mal fix einen Feueratronach. Obwohl, für einen. Nee, es sind mehrere. Feueratronach, wir brauchen dich. Wir brauchen deine Hilfe. Oh, da kommen drei Gegner. Gut, dass ich ihn gerufen habe. Gut, dass ich ihn gerufen habe. Was nehmen wir denn jetzt mal? Erstmal unerbitterliche Macht. Boah, so. Wir können ihn hier nicht alleine lassen, wenn da drei solche Droge auf den Einbügel. Das sieht aus wie die Ecke, von der Agna mir erzählt hat. Sie sagte, der Bär würde den Weg weisen. Na, den haben wir da links, ne? So. Also ich muss jetzt einfach mal erwähnen, dass ich diese Mission nie gemacht habe. Also die, nicht mal ansatzweise. Die ist jetzt auch für mich komplett neu, was ich großartig finde. So, solche Spiele liebe ich einfach. Ich habe dieses Spiel echt stundenlang gespielt, stundenlang gezockt, habe sehr viel entdeckt und so, bin auch sehr weit gekommen. Aber selbst das ist jetzt auch neu für mich. So, das ist der Nette, der liegen geblieben ist. So, du verschwindest wahrscheinlich gleich wieder. Hier haben wir die Eule. Hier haben wir den Drachen. Können wir das jetzt einfach aktivieren? Es ist ja der Bär. Der Bär. Ah, Gold. Nein, ach, die Axt wollte ich doch jetzt gar nicht mitnehmen. Das nimmt doch nur wieder zu viel Gewicht in Anspruch. Hier, ja, die können wir auch ablegen. Ablegen. So. Was ist jetzt los? Oh, Mann, die Atronachen. Also es wäre jetzt ein bisschen tricky gewesen, wenn jetzt bei den anderen Figuren auch solche Hebel gewesen wären, aber... Ihr habt den Gang gefunden. Ja. Er führt durch den Sarkophag. Mir gefällt das nicht. Aber wir beeilen uns besser. Was willst du sonst anderes tun? Oh, da kommen doch bestimmt irgendwelche Gegner raus. Wow. Und zack. So. Einmal noch fix untersuchen. Das nicht. Und weiter geht's. Hier haben wir noch eine Holztür-Lehrling. Durch die Holztür wird es dann wahrscheinlich zu dem Totenbeschwörer gehen. Diese Tür müsste zur Hauptgrab. Ja, warte kurz. Einen Moment. Lass mich das hier kurz regeln. Ah, das war doch schon. Zack.
spüren, wo Wahl sich verkrochen hat. Meine Truhe? Ja, red ruhig weiter. Trinke, 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 trinke. Ja, das gefällt mir nicht. Och, dir gefällt doch sowieso nicht. Du wärst auch so einer, der bei Facebook den Gefällt mir nicht Button verlangen würde, ehrlich. So, jetzt darfst du mal, verschwinde mal ganz kurz. Ich rufe dich gleich wieder, Süße. Du bist heiß wie ein Vulkan. Ich verbrenne mich daran. Entschuldigung. Na komm schon. Komm schon, mach's bitte für mich. Danke. Da oben. Vielleicht können wir mit dem reden. Mich interessiert es einfach mal, was der macht, bevor wir den jetzt einfach hier angreifen. Die Toten sollten den Lebenden dienen, nicht Hallo. Umgekehrt. Ich werde meine Ahnung Wow! Und euch gleich mit. Diese Person ist beschäftigt, da habe ich gemerkt. Stirb! Und zack! Wow, was war das denn? Zack, zack. Hey, das war meine Aufgabe. Wow. Angriff, Angriff, zack. Wenn wir den töten, wo ist er hin? Komm schon, stirb. Misty. Ist auch nur genommen. Das ist doch schön. Gott, wo ist dieser Typ? Hier, wenn ich jetzt hier mit Feuer um mich werfe. Wow. Kommst du her? Wow, hat der gerade einen Schrei eingesetzt oder was? Hier ist er. Und. Der verschwindet immer wieder. Das ist unser Feueradronarch. Wo ist denn dieser höhere Fürst? Höhere Fürst. Hier ist er. Oh, wir sind gleich. Oh, jetzt muss ich mich kurz mal in Sicherheit bringen. Meine Güte. Nein. Nein, 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 nein. So, kurz zurückgezogen. Zurück in den Kampf. Der heilt die immer. Das kann's doch nicht sein. Stirb doch endlich. Sollst sterben. Doch. Jetzt stirb. Gleich haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn gleich. Komm schon. Komm schon. Waffe aufladen. Deine Waffe besitzt keine Ladung mehr. Ach so. Um sie wieder aufzuladen, wähle als erstes die Waffe in deinem Inventar aus und drücke dann R2. Wähle einen gefüllten Seelenstein aus, den du verwenden möchtest und drücke zum Bestätigen X. Deine Waffe wird wieder aufgeladen. Der Seelenstein wird aufgebraucht. Damit wisst ihr jetzt was... Gnade! Nein, nichts mit Gnade. So. Danke, dass ihr mir mit Wahl geholfen habt. Bitte, nehmt das hier und lasst mich... Danke, dass ihr mir mit Wahl geholfen habt. Bitte, nehmt das hier und lasst mich allein. Damit ich Tante Agna und die anderen Mitglieder meiner Familie sehen kann. Jo. Aber welche Truhe? Schlüssel zur Hilgrundsgruft. Zauberbuch Funken können wir schon, aber können wir dann verkaufen. Probe können wir verkaufen. Winziger Seelenstein. Heurika, das war jetzt mal ein ordentlicher Kampf. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet, muss ich zugeben. Gold, Knochenmehl, das ist alles wichtig.
Gold, Notfall, was haben wir hier? Aschehaufen. Gold, Knochenmehl. Nein! Ach, komm schon, Junge. Die Waffe wollte ich doch gar nicht mitnehmen. Ja, ablegen. Was liegt denn da? Für welche Truhe haben wir das jetzt bekommen? Aufschließen. Okay. Mit Schlüssel zu Hilgruns Gruft aufgeschlossen. Was war denn das jetzt für ein Beutel? Trankmischerbeutel. Sehr gut. Riesenzeh war dabei. Okay. So, jetzt ist aber der Punkt, dass ich immer noch nicht weiß, zu welcher Truhe er meint. Nordpfeile. Nur gut. Warte mal, jetzt hier. Warte mal. Ach, schade. Ich dachte, wir können vielleicht zwei Fackeln nehmen. Aber nein, ist nicht möglich. Wahrscheinlich müssen wir da jetzt einfach weitergehen und dann... Hat man nochmal ein Level up? Nee. Automatisch speichern. Einen Moment bitte. So, okay. Ich dachte, wir hätten ein Level up gehabt. Zack, zack. Stahlbarren. Boah, ey, wie sie mir folgen, ey. Hab ich Zucker am Arsch oder was? Okay, dann erwarte ich jetzt, dass wir, wenn wir hochgehen, eine Truhe finden. Aber die 500 Goldmünzen waren schon eigentlich ziemlich imbar. Oder wir nehmen einfach diese Truhe. Amethyst, noch mehr Gold, winziger Sehnenstein, orkisches Schwert. Na, nimm einfach mal mit. Stab des Schutzgeistes. Beschwört einen Schutzgeist für 60 Sekunden an der Stelle, auf die der Zaubernde zeigt. Auch nicht verkehrt. Diese Tür ist von der anderen Seite verriegelt. Jetzt nicht mehr. Ah, na klar, jetzt sind wir hier. Alles Gute. Oder kommst du jetzt doch mit? Jetzt haben wir... Vorführeffekt. Wo haben wir den denn? Stab des Schutzgeistes. Komm, wir rüsten den mal ganz kurz aus. Und... Zack! Unser Schutzgeist, hallo. Können wir noch einen beschwören? Ah, okay. Also es bleibt immer bei einem. Der mir jetzt im Weg steht. Ein Schutzgeist, der mir im Weg steht. Komm, teleportier dich mal hier rüber, bitte. Danke. So, so ein Stab ist dann natürlich auch nicht verkehrt. Muss man wirklich jetzt mal zugeben. Weil da verbrauchen wir dann wenigstens keine Magika. So, schön, haben wir wieder was geschafft. Das ist doch fein. Fein, 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 fein. Du bist süß. Dich habe ich lieb. So, öffnen, Himmelsrand. Los, ab geht's. Der Legende nach kam... Ach, das hat man doch schon. War vom Verfasser unbekannt, weil der Verfasser unbekannt ist. Ach ja, Mensch, Mensch, Mensch. Also muss man jetzt mal... Wir wollen zwar die ganze Zeit zu den Graubärten, aber was wir jetzt hier... Erst diese Trollhöhle, jetzt hier dieses Grab. Noch interessante Gegenstände gefunden. Das ist halt das Tolle an diesem Spiel. Ich kann es nur nochmal und nochmal und nochmal und nochmal erwähnen. Ich wiederhole ja so gerne Wörter. Ah, es ist noch Tag, sehr schön. Wo ist denn er jetzt? Er ist jetzt hier? Okay. Es ist halt, du läufst los, was willst dahin und dann kommst du von einem zum anderen und es ist halt echt cool. Macht mega Fetz, deswegen hatte ich auch echt wieder Bock, dieses Spiel zu zocken. Da unten ist ein Gegner. Was willst du denn jetzt, ein Ork, warum? Redest du erst noch vorher mit uns oder schaut's aus, oder greifst du gleich an? Nö, greifst gleich an. Nix getan, aber egal. Ey, so schnell tue ich, so schnell sterb ich hier nicht. Ach komm. Das alles, was ihr könnt.
du brennst doch gerade richtig schön. So. Kann Fendal mal bitte wieder dazu übergehen, seinen Pfeil und Bogen zu benutzen? Wie geht's denn dir? Ich bin direkt hinter euch. Nee, leider Gottes warst du jetzt immer vor uns. Das ist gut. Holzkohle? Keine Ahnung. Konnten die irgendwas? Nö, okay. Da greift er uns einfach an, weißt du? Es war jetzt ein bisschen dumm von dem, aber nur ein bisschen. So, und jetzt, weil wir Schaden genommen haben, können wir hier unsere Wiederherstellungszauber ein bisschen verbessern. So. Ah, kann man ein bisschen Funken hier dann sprühen. Die sind sehr elektrisierend. Warte mal, ich bin doch jetzt immer noch auf dem richtigen Weg. Nutzt mal ganz kurz die Karte. Ja, gut. Gut, gut, gut. Ein paar Zieglein. Musst du mir im Weg laufen? Was soll denn der Mist? Ey, ich werde von der Ziege beiseite geschoben. Weißt du, den Ork können wir töten. Aber eine Ziege schiebt uns... Was steht denn da? Warum ist denn das so hell? Riften. Windhelm. Wo ist er? Ja, ich glaube, das ist hier. Ja. Da, wo wir hinwollen, ja. Noch eine Distel. Bergblume. Da ist schon wieder eine Höhle. Da ist eine Festung. In der war ich auch noch nie drinne. Ich bin immer nur an der vorbeigelaufen. Hey, die Höhle lassen wir jetzt mal rechts liegen. Ein kleiner Fuchs kreuzt uns den Weg. Hier haben wir noch eine Distel. Ich glaube, wir müssen jetzt die Brücke rüber. Da ist da noch eine Höhle. Ja. Eversteed. Oder Evers. Wie heißt auf Deutsch? Evers. Ist das ein R? Also hier heißt es Everstadt. Na dann, Everstadt. Gibt's da irgendwas Interessantes? Cool schaut's ja aus. Ach ja. Hallo. Huhu. Und wieder die Zerstörung verbessert. Sehr schön. Das Wandern ist des Aarons Lust. Das Wandern ist des Aarons Lust. Das. Oh, wer ist da? Hey, Anagonia, grüße. Seid gegrüßt, Bruder. Ihr seht müde aus. Ich habe etwas, was euch beim Entspannen hilft, wenn ihr interessiert seid. Jetzt bin ich gespannt. Wovon redet ihr? Das beste Skoma, der süßeste Mondzucker. Natürlich zu einem guten Preis. Das scheint mir verboten zu sein. Gebt mir einfach, was ihr habt, dann geschieht euch nichts. Na komm, wir schüchtern hinein. Tja... Das wird nicht passieren. Oh. Ihr seid so gut wie tot. Dein Ernst. La 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 la. Verzeih. Das Mondzucker. Schlafbaumsaft. Gesundheit wird für 45 Sekunden um 100 Punkte erhöht. Skoma stellt 25 Punkte Ausdauer wieder her. Interessant, es ist verboten. Nehmen wir es trotzdem mal mit. Da treffen wir mal auf den Bruder und was ist? Der macht verbotene Sachen. Da wollen wir ihn einschüchtern, lässt er sich aber nicht, da müssen wir ihn halt töten. Aber einschüchtern war jetzt das, was eigentlich zu unserem Charakter, zu Aaron passt. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal gemacht. Was ist denn? Ach nee, ein Fuchs. Meine Fresse, ey, da wird schon wieder hier nur rumgeknurrt. Wo geht's denn da links lang? Gar nicht. Da geht's gar nicht lang. Da geht's nirgendwo hin.
Das ist nichts. Wir müssen weiter hier hin. Vielleicht schaffen wir es sogar in dieser Folge noch verrückterweise da anzukommen. Ach du meine Güte, was ist das? Säbelzahntiger, hallo! Zum Glück ist das Vieh verwirrt. Boah. Es rutscht. Warte mal kurz. Säbelzahntiger. Oh, auch. Auge. Ikitikit. Ist gut geölt, muss man sagen. Hui. Ah, Fender ist da unten. Der arme Fuchs. So, Bergblume. Da haben wir ja auch noch einen Säbelzahntiger getroffen. Ich kriege ja wohl die Krise. Warum ist denn schon wieder so dunkel? Mir kommt es immer so vor, als wären die Nächte länger als die Tage. Finde ich nicht gut. Mal ein bisschen rennen hier. Ein paar Ziegen. So, okay. Weiter noch da. Das ist wohl die Hauptstraße. Da, 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 da. Läuft schon wieder auf eine Festung zu. Da unten wäre ein Stein. Frage ist jetzt, ob wir wirklich zu dem Stein hinwollen oder ob wir es lieber lassen. Ich finde eigentlich den Zauber, den wir haben, gar nicht mal so verkehrt. Der wirkt doch auch noch, oder? Falsche Richtung. Der Magierstein, genau, der wirkt immer noch. Zauberfertigkeiten werden um 20% schneller verbessert und das finde ich gut. Das gefällt mir. Aber wer weiß, was man noch so... Na, jetzt sind wir einmal hier lang gegangen. Jetzt bleibt man auch dabei. Folgen weiter den Weg mit Fendal und den Ziegen. Der jagt die Ziege gerade. Der vermisst wahrscheinlich... Oh, wie hieß sie nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ein Flusswald. So. Da lang wollen wir. Was ist denn das jetzt schon wieder für ein Symbol auf der Karte? Sagt mir jetzt mal gar nichts. Ich glaube, wir sind mega den Umweg gegangen, glaube ich. Ich glaube, hier gab es noch einen kürzeren Weg und irgendwann habe ich den aber verloren. Aber so was passiert halt. Nein, das passiert auch. Fuck, nein, geh weg. Der guckt uns schon so böse an. Näher noch. Na, er kann. Junge, nerv nicht. Nein, geh weg. Ach, herrje. Ey, die sind echt... Oh, der ist ja noch schneller unterwegs. Pelz, Reißzahn, Pfeile. Müssen heilen. Schadet ja nicht. So, weiter geht die Reise. Jetzt hat mich aber dieses Symbol interessiert, aber wir sind, glaube ich, noch ein kleines Stück davon entfernt. Na, wir folgen jetzt erstmal weiter diesem Weg. Wow. Oh. Zerstörung verbessert auf 26, sehr gut. Ich habe gerade erst, ich habe nur irgendwas auf uns zurennen sehen und ich dachte, es wäre schon wieder irgendwie... Nein! Nein, nur weil wir diesen beschissenen scheiß Schwanz aufgenommen haben, oder was? So, komm. Fendal, schubst. Schön. Ich möchte einige Dinge mit dir tauschen. Was soll ich nehmen? So, wir tauschen jetzt noch fix. Danach beenden wir diese Folge. Wir gucken mal, was wir dir geben können. Hier, nimm das hier mal. Damit kannst du dich im Nahkampf verteidigen. Das ist schon mal nicht schlecht. Schutzgeiststab auch. Und hier, Stahlkriegshammer. Falls du Bock hast, kannst du verwenden. Dann mal los. Steht dir gut.
Ach ja, stimmt ja. Ich wollte die Folge jetzt hier beenden. Mit der Aussicht, dass vor uns anscheinend erstmal nichts ist. Nichts, was uns jedenfalls angreift. Steck mal die Waffen erstmal ein. Ja, möchtest du die Abmoderation machen? Man sieht dein Gesicht nicht. Es ist so dunkel. Ist krass. Gut. Warte. So, zack. So. Ja, wie gesagt, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann, während wir hier so anmutig stehen, wir zwei, Fendal und ich, beziehungsweise Fendal und Aaron, besten Dank. Und dann bis zum nächsten Mal bei Skyrim.